Wir sind hier in der Abteilung Altdeutsche und Niederländische Malerei in der Staatsgalerie Stuttgart. Mein Name ist Sandra Christine Diefenthaler, ich bin hier Kuratorin und zeige Ihnen jetzt ein paar Highlights. Die Besucherinnen und Besucher der Abteilung Altdeutsche und Niederländische Malerei erwarten natürlich prachtvolle Altäre. Zum Beispiel haben wir Hans Holbeins Graue Passion, eine der bedeutendsten Ankäufe in den letzten Jahren. Wir haben aber auch eben Porträtsdarstellungen, zum Beispiel von Rembrandt, religiöse Darstellungen von Rembrandt. Oder eben auch Stillleben und Landschaftsdarstellungen, wie zum Beispiel von Jakob Röstahl. Zweifelsohne befinden wir uns hier in dem Raum mit dem größten Kunstwerk des Museums, Jerk Rathgebs Herrenberger Altar. 1924 holte Otto Fischer für eine moderne Ausstellung den Altar tatsächlich hier ins Haus. Und zwar, weil er der Meinung war, dass die expressionistische Farbgebung, die Gestaltung der Figuren sehr viele Anklänge zum Expressionismus in der damaligen Zeit hatte. Sie sehen hier die Festtagsseite, also den geöffneten Zustand. Sie sehen hier die Passion Christi, bildmalerisch erzählt in einzelnen Szenen. Wir können uns wiedererkennen als Mensch, und zwar in den Emotionen. Schauen Sie sich diesen Schrecken an, den die Soldaten am Grabe haben, geblendet von dieser auffahrenden Gestalt Christi. Und auch hier, wie vertreibt man sich die Zeit am besten, wenn man etwas bewachen sollte und denkt, es passiert nichts mehr? Man trinkt und spielt Karten. Und man sieht, sie sind äußerst überrascht, dass doch noch was passiert ist. Wir sehen hier Hans Memlings Batzebar im Bade, eins der absoluten Meisterwerke der Staatsgalerie Stuttgart. Bis heute ist die Feinmalerei der niederländischen Malerei tatsächlich das, was uns in ihren Bann zieht. Das Gold, das Glas, der Teppich, die unglaublich, ja schon porzellanene Haut von Batzebar. Und wenn man genauer hinsieht, dann sieht man Wassertropfen, die hier ihr Bein hinabgleiten. Wir haben hier eine lebensgroße Aktfigur, eine weibliche Aktfigur. Das ist zu dieser Zeit äußerst ungewöhnlich. So wie David Voyeur dieser Badeszene ist, so wird der Betrachter zum Voyeur und kann sich erfreuen an dieser Nacktheit. Batzebas weiß aber auch, ob des unglücklichen Ausgangs der Geschichte. Immer wenn ich durch die Sammlung gehe, bin ich fasziniert von Lukas Graners Judith mit dem Haupt des Holofernes. Das Sinnbild von Judith ist tatsächlich ein gutes Bild dafür, dass Frauen mächtig sein konnten. Sie nutzt hier das Haupt des Holofernes als bloße Trophäe, als Trophäe ihrer Macht, ihrer Stärke. Und wenn man sich das weiter ansieht, dann sieht man ein sauberes Schwert. Das heißt, Judith lässt sich nicht aufhalten und es wird weitere Opfer geben. Es lohnt sich, in die faszinierenden Bildwelten der alten Meister einzutauchen und die Geschichten dahinter zu entdecken.